Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir bauen heute einen PC in diesem schönen alten Cooler Master CM690-2 Gehäuse. Dazu habe ich mir schon ein paar Komponenten bereitgelegt. Das Ganze wird ein Unraid-Server. Wer Unraid noch nicht kennt, in der Videobeschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr es euch angucken. Ansonsten im nächsten Video, wo wir den Server einrichten, gibt es ebenfalls nochmal eine Erklärung dazu. Welche Komponenten verbauen wir also diesmal? Wir haben einmal von Corsair ein VS450 Watt Netzteil, dann ein Asus Z97A Mainboard mit Sockel 1150 müsste es gewesen sein, ja 1150, und eine Intel Core i7-4790 CPU, sprich 4 Kerne und 8 Threads. Dazu der etwas größere Intel Boxkühler, normalerweise bei Sockel 1366 dabei gewesen. Müsste aber auch hier passen. Sieht zumindest gut aus. Meistens bei Xeon CPUs dabei gewesen. Und eine 240 GB SSD, auf der befindet sich auch schon Windows. Wobei man natürlich für den Unraid-Server ist, man kann mir das brauchen, aber darauf wird nachher eine VM laufen. Um genau zu sein, ein Plex Media Server, aber all das im nächsten Video. Dann fangen wir mal an. Ich habe hier auf dem Board selber bereits die CPU montiert, Arbeitsspeicher ist auch drauf. Das sind in dem Fall 4 Sticks a 4 GB, somit 16 GB RAM. Ich nehme das Gehäuse einmal kurz vom Tisch, denn ich habe eine zweite Kamera. Und dann sehen wir das Ganze ein bisschen besser. So. CPU und alles ist schon drauf. Sprich, wir brauchen nur noch einen schönen Klecks Wärmeleitpaste. Ich nehme da immer die Erbsenmethode. Das ist übrigens Arctic MX4. Dann nehmen wir uns unseren CPU-Kühler. Na, passt er doch nicht? Nein, CPU-Kühler ist tatsächlich zu groß. So, jetzt haben wir den richtigen CPU-Kühler. Ebenfalls eine Variante vom Boxkühler mit einem etwas besseren Lüfter drauf. Gerade kurz gucken, ja, Kabel ist an der richtigen Seite. Ja, das sollten wir auch noch kurz gucken, dass die Pushpins richtig sind. Normalerweise würde ich zwar einen Tower-Kühler verbauen, aber zum einen habe ich gerade keinen da. Und zum anderen reicht der. Das Ding ist ja, ist einmal eine Non-Card-CPU und zum anderen übertakten. Machen wir das System auch nicht. Und auf 100% wird diese CPU sowieso nicht laufen. So, dann schließen wir das Ganze an den CPU-Fan an. Gut. Dann haben wir einmal das. Dann holen wir jetzt das Gehäuse. Unser CM690. Schon ein bisschen älteres Cooler Master Gehäuse. Es war tatsächlich eines meiner, ich glaube, es war das dritte oder vierte Gehäuse, was ich tatsächlich gekauft habe. Ursprünglich angefangen mit einem Fujitsu Fertigrechner und damals noch Fujitsu Siemens und danach dann abgegradet. Zum Geburtstag den ersten PC mal selber gekauft. Ja, das war glaube ich tatsächlich das dritte oder vierte Gehäuse, was ich mir dann gekauft habe damals. War eigentlich ganz cool. Stimmt, es war noch die Zeit, da hatte ich dann ein AMD Athlon 640 Propus Codename. Das war eine Vierkant-CPU ohne Hyper-Threading. Jetzt mal kurz gucken, ob das mit den Abstandshaltern passt. Nein, da sind zwei zu viel drin.
Und da fehlen zwei. Da ist doch das gute alte Fix-It-Kit haben. So, wir brauchen. Ich glaube, das ist der. Nein. Dann ist es der auch nicht. Dann ist der mittlere. Dann ist es der. Ja, genau. Dann nehmen wir uns einmal unsere Fix-It. Schraubendreher und machen die falschen raus, beziehungsweise versetzen diese an die richtige Position. Das ist wichtig. Probleme, die hierbei natürlich auftreten können, wären zum Beispiel, wenn sich eine Komponente, wie in dem Fall zum Beispiel, der AS Media, also der, na, müsste ein USB-Controller sein, befindet, gibt es einen Kurzschluss und das ist nicht so toll. Oftmals neuere Asus-Boards haben an gerade den Stellen, wo normalerweise Standoffs sein könnten, komplett blankes PCB. Nur das hier leider nicht. Zum Beispiel genau hier, wo die Schraube wäre, ist der Controller. Und hier, wo die andere Schraube wäre, ist ebenfalls. Ja, das ist ein Kondensator. Das wäre also nicht gut ausgegangen. So. Das passt alles. Das Board in die richtige Position packen. Ja, alle Abstandshalter sind richtig. Wir gucken einmal kurz hinten rein, dass wir nichts eingeklemmt haben. Das passt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch festschrauben. Dafür habe ich hier eine schöne kleine Schütte. Voller Schrauben. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, welche das sind. Ob das etwas breitere oder dünnere sind. Das war früher tatsächlich noch unterschiedlich. Heute inzwischen haben wir eigentlich fast immer feinere. Und das sind Feingewinde. Ja. Greift. Dann ist das für die. Das sind dann die PSU-Schrauben nachher. Müssten auch die richtig sein. Ja, das war tatsächlich eines der ersten Gehäuse. Und tatsächlich AMD-System damals. Mit dem, wie schon vorher gesagt, Vierkerner. Und dazu, damals kamen sie frisch auf den Markt, eine GTX 460. Aber schon damals die 1 GB Variante. Das waren halt noch richtig schöne Grafikkartenpreise. Da hat halt nur eine GTX 460 160 Euro gekostet. Das waren halt noch schöne Zeiten. Heutzutage, gut, kostet eine GTX 460 immer noch 160 Euro. Aber was kann man heutzutage mit einer GTX 460 groß anfangen? Vor allem auch nur mit 1 GB Videoram. Das ist dann doch mittlerweile extrem wenig. Also schön. Ja, das ist heutzutage tatsächlich echt wenig, wenn man sich das überlegt. Heutzutage 12 GB, schon 8 GB mindestens eigentlich, würde ich zumindest sagen. Beziehungsweise ja, ist halt unterschiedlich, je nachdem was für Spiele man machen möchte. Generell reicht auch 4 GB immer noch, zumindest in Full HD muss man dazu sagen. Full HD 4 GB ausreichen. Weil wenn man sich mittlerweile anguckt, ich habe zum Beispiel hier meinen Haupt-PC hinter mir, da ist jetzt aktuell ein Ryzen 7 5700G drin. Das ist aktuell die stärkste Ryzen CPU. Oder die stärkste Ryzen APU, besser gesagt. Damit lässt sich es tatsächlich inzwischen, wenn man ihr natürlich genügend Arbeitsspeicher zuweist, in Full HD echt angenehm spielen. Also, ich
würde persönlich sagen, wir sind da gut so niveaumäßig GTX 750 Ti bis sogar 1050 Ti. Wobei das natürlich stark abhängig ist vom Arbeitsspeicher, den man das. Wir wissen ja, AMD Ryzen, desto schneller der Speicher, desto besser. So. Damals ist noch schöne Adapter für die SSDs, beziehungsweise ja, so weit verbreitet waren damals die SSDs auch noch nicht. Das wurde tatsächlich eher damals für 2,5 Zoll Festplatten genutzt. Oder tatsächlich dann die ersten SSDs mit 32 oder 64 GB. Da hatte ich tatsächlich am Anfang, das war lustigerweise sogar der AMD-PC damals, ein 64 GB OCZ. Codename Petrol war das, glaube ich. Die habe ich eingebaut. Also die hatte ich gekauft, mittags. Eingebaut. Damals Windows 7 installiert. Und dann war die SSD schon kaputt. Dann habe ich sie zurück, bin ich zurück zum Laden. Ja, damals hat man Computer-Hardware im Laden gekauft. Bin zurück in den Laden gegangen, habe gesagt, hier, die habe ich vor ein paar Minuten oder vor ein paar Stunden bei euch gekauft. Und dann kam einfach nur die Antwort vom Verkäufer: Ja, das Problem ist bekannt. Tauschen wir die um. Weil ich mich da in dem Moment halt gefragt habe: Okay, danke. Wenn das Problem bekannt ist, wieso hast du es mir vorhin nicht gesagt, als ich sie gekauft habe? Dann hättest du dir doch jetzt den ganzen Scheiß mit dem Verkaufen, dem Rücknehmen und vor allem, du musst es ja nur noch einschicken. Das hätte er sich damals alles sparen können, damit es von Anfang an gesagt. Aber da dachte ich wahrscheinlich, okay, vielleicht funktioniert mal eine, dann verkaufen wir es dem. Gut, ich war auch extrem jung damals. Und ich gedacht, der bringt es eh nicht zurück, der hat eh keine Ahnung, der denkt wahrscheinlich, er hat selber kaputt gemacht. Ja, so war das damals. So, jetzt müssen wir kurz gucken. 3, 4, SATA 1 nehmen wir dafür nicht. Dann nehmen wir 3, 4, 5, 6. Ja. Dann nehmen wir dafür SATA 6. Und einmal USB 2.0 noch. So. Board hätte sogar einen 3.0 Header, aber das Gehäuse hat noch kein 3.0. Kabelbinder rein. Ich sag mal, ob beim Gehäuse schon ein bisschen älter ist. Es hat noch den einmal HD Audio und es hat einen durchgeschliffenen AC 97, also ein Analoganschluss. Es zu dem Zeitpunkt ja auch noch Motherboards gab, die noch kein HD-Audio hatten. So, dann einmal unser Netzteil. Schon fortschrittlich. Mit dem Lüfter nach unten. Es war tatsächlich damals noch extrem lustig. Da musste man tatsächlich einmal, wenn man ein Netzteil gekauft hat, schauen, wie lang die Kabel sind. Weil ja ursprünglich die Netzteile immer oben verbaut wurden. Und dann fing halt so der Trend an, okay, man baut das Netzteil unten ein. Und dann gab es zum Beispiel Gehäuse wie von Cooler Master das HFX. Also HAFX. Das war einer der, ich weiß nicht, ob es einer mit der ersten Big Tower war, aber es war halt einer der
kultigsten Big Tower. Und das Problem war an dem, so ein normales Netzteil hat da oft gar nicht gepasst. Da musste man teilweise, um oben die CPU zu verkabeln, direkt eine Verlängerung kaufen. Weil es einfach nicht gereicht hat. Also, falls ihr euch wundern solltet, wieso ich jetzt hier keine HDMI extra verbaue, die kommt extern über USB. Ich habe nämlich von Icybox ein komplettes Festplatten-Dock mit JBOD-Funktion für bis zu 8 Festplatten. Und das sind aktuell insgesamt 40 Terabyte drin. Und die werden dann entweder wahlweise über USB 3, was vollkommen ausreicht, oder über eSATA, was auch reichen würde. Also, jetzt ist das Typische mal wieder, dass die Bohrung hier oben nicht breit genug ist, um den 8-Pin in einem Stück da durchzukriegen. Man muss im Gehäuse immer die 4-Pin oder den 8-Pin einmal auseinandernehmen und dann die zwei 4-Pins getrennt voneinander durchstecken und dann wieder zusammensetzen. Ne? Ist doch so, ne? So. Dann haben wir hier noch einmal Molex und einmal SATA. Ja, da ist die Verriegelung leider mittlerweile hinüber. Die ist mir tatsächlich beim Entstauben vom Gehäuse abgebrochen. Aber gut, nach so vielen Jahren darf sowas, glaube ich, auch passieren. So. Das ist drin, dann brauchen wir noch einen SATA-Kabel. Habe ich direkt eins? Nein, hier liegt jetzt keins. Aber garantiert in dem Mainboard-Karton noch. Hier. Schauen, dass wir ein Straight nehmen. Einfach nur aus dem Grund, weil nämlich ein abgewinkeltes Kabel hier nicht so gut reinpasst. Jetzt will der Caddy wieder raus. So. Dann stecken wir das einmal auf die 1. Lustigerweise der Anschluss ist der, genau. Ja. So, das ist SATA 1. So. Die legen wir uns mal zur Seite, weil vielleicht kommt tatsächlich noch etwas später eine Grafikkarte mit, ein oder zwei besser gesagt, Grafikkarten mit in das System rein. Weil wir können ja ein Unraid, das ist schöne Hardware mit, durchschleifen in die virtuelle Maschine. Somit zum Beispiel von Linus Tech Tips. Die Videoserien Two Gamers, One CPU oder Seven Gamers. So.
So. Eines der schönen Dinge in dem Gehäuse, dass damals schon Möglichkeit für Kabelmanagement gab. Das können wir so lassen. So. Sollte euch übrigens die Art von Videos gefallen, dürft ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Ein Like oder sogar ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. So. Dazu einmal Easy Access, den lassen wir hier, falls doch noch eine Festplatte mit reinkommen sollte. Und das Kabel packen wir hier auch einmal mit in den Festplattenschacht. Tatsächlich ungemanagt, einfach nur aus dem Grund, dass es halt, wie gesagt, jederzeit sein kann, dass doch noch eine Grafikkarte in das System mit reinkommt. Schrauben da hingelegt. Die guten alten. So. Und damit hätten wir das System fertig. Kamera. Ich muss sagen, sieht gut aus. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir Unraid auf das System installieren, wie wir es einrichten, mal eine virtuelle Maschine einrichten, vielleicht sogar schon eine Grafikkarte einbauen oder das kommt im extra Video. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Kommentiert, ob es euch gefallen hat oder was man noch verbessern könnte. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao!